Der Westen hat harsche Sanktionen gegen Russland eingeführt. Das Härteste bei diesen Sanktionen ist praktisch die Ausschaltung der russischen Zentralbank aus dem Finanzsystem. Übrigens eine Idee aus dem deutschen Finanzministerium. Und erstaunlich ist ein bisschen, dass die Russen bisher ja kaum reagiert haben mit Gegensanktionen. Das aber könnte sich jetzt ändern, denn jetzt ist konkret die Drohung im Raum, dass Russland uns den Gashahn abdreht. Das wäre natürlich dann ein weiterer Push für diesen Inflationsschock, für diesen Energieschock, den wir sowieso derzeit schon haben. Das einzig Positive ist, dass der Winter bald vorbei ist und wir damit ein bisschen Zeit haben, bis zum nächsten Winter vielleicht uns auf die Dinge vorzubereiten. Aber wie auch immer, Mr. Novak hat als Vizepremierminister Interviews gegeben gestern und hat gesagt, also bei einem russischen Ölembargo, das heißt, wenn die Russen kein Öl mehr liefern, dann dürfte der Ölpreis über $300 steigen, und hat auch angedroht, Nord Stream 1, diese Pipeline, praktisch hier kein Gas mehr durchzuschicken. Diese Pipeline Nord Stream 1, die verläuft ja parallel zu Nord Stream 2, das ist jetzt praktisch tot, Nord Stream 2, aber jetzt droht Russland eben konkret, hier diese Plattform nicht mehr mit Gaslieferungen zu versehen. Das kommt ja in Lubmin an in Deutschland oder ist dann praktisch der Anlandeplatz. Aber es ist das erste Mal jetzt seit Beginn des Ukraine-Kriegs, dass Russland wirklich hier ganz konkret mit Lieferungen, mit dem Stopp von Lieferungen von Energieträgern droht. Und das ist natürlich dann eine neue Situation, die diese ganze ohnehin schon explodierende Inflationsthematik in Europa natürlich nicht gerade besser macht. Bisher, so hat es Jörg Kremer ja gestern gezeigt, über Polen, Ukraine und Nord Stream ist deutlich mehr Gas geflossen im März als im Februar. Aber diese ganze Sanktionsgeschichte, die dreht sich ja immer weiter. Gestern hatte ich gesagt, Rewe, Aldi und Lidl nehmen russische Produkte aus ihren Regalen, und jetzt hat jemand kommentiert hier auf YouTube. Gestern Abend hat Fugi, wer ist das? Ist irgendwie so ein glatzköpfiger YouTuber mit bayerischem Akzent, soweit ich gehört habe, dass eben diese russischen Produkte aus dem Regal genommen werden. Ich bin in einem der großen Konzerne für Baubedarf in der Beschaffung tätig. Hier haben wir ab heute die Info bekommen, dass Drahtstifte, Nägel etc. mit sofort aus den Verkauf zu nehmen. Wo geht die Reise hier noch hin? Ich sehe wieder starke Probleme im Bausektor. Russland ist hier ein starker Produzent im Drahtbereich. Mal sehen, was danach kommt. Also es ist eine weitere Aufschaukelung, eine weitere Eskalation, die natürlich Folgewirkungen hat, Konsequenzen hat. Alles hängt mit allem zusammen, und wenn man einen Puzzlestein rausnimmt, dann verändert sich die Statik des Gesamtsystems. Das darf man nicht vergessen. Dementsprechend die Konsequenzen eben groß. Jetzt versucht die EU, unabhängig zu werden von russischem Gas bis 2000 oder jetzt schon in 2022. Man versucht also hier alle Hebel in Bewegung zu setzen, um möglichst dieses russische Gas und russische Öl nicht mehr zu benötigen. Wir sehen schon, dass jetzt eine Art Selbstsanktionierung der Fall ist, weil der Preis für Brent deutlich jetzt darüber schießt, was Ural Europe, das ist praktisch eigentlich das russische Gas, russische Öl hier gehandelt wird, das teilweise aber eben nicht mehr abgenommen wird, beziehungsweise nur durch große Preisabschläge oder mit großen Preisabschlägen abgenommen wird von westlichen Handelspartnern, nämlich dieses Uralöl. Also wir sehen auf jeden Fall eine Selbstsanktionierung schon, die da der Fall ist. Da werden Produkte aus dem Regal genommen, da wird kein russisches Öl mehr gekauft. Und wenn kein russisches Öl gekauft wird, dann brauchst du eine Alternative. Und jetzt gab es Gespräche zwischen den USA und Venezuela. Venezuela war da nicht was, die waren doch auch ziemlich böse, so wie der Iran. Aber jetzt spricht Maduro, der Staatschef dort, von herzlichen Gesprächen mit den USA. Also es passieren ja Wunder manchmal. Wir haben jetzt festgestellt, dass die Iraner deutlich sympathischer werden. Jetzt werden die Venezolaner deutlich freundlicher. Gell? Und jetzt gibt es auch neue Bemühungen, Nordsee Exploration Licenses zu vergeben. Also praktisch, dass auch in der Nordsee weitere Quellen, Ölquellen erschlossen werden können. Also, da hat sich etwas bewegt, denn wir sind natürlich jetzt in einem stagflationären Schock, wie die Financial Times das hier beschreibt. Ich bin nicht glücklich mit diesem Begriff Stagflation, weil da steckt ja Stagnation drin. Das heißt, die Wirtschaft stagniert, wächst nicht, aber schrumpft auch nicht. Aber wir haben
bei gleichzeitiger weiter steigender Inflation. Aber jetzt haben wir eine weiter steigende Inflation, aber sicherlich kein Wachstum und auch keine Stagnation der Wirtschaft, sondern eine Schrumpfung der Wirtschaft. Wenn Sie einen Begriff wissen, der das auf den Punkt bringt, nämlich schrumpfende Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation, dann bekommen Sie von mir den Nobelpreis. Geld, den kann ich seit gestern vergeben. Jedenfalls sehen wir, dass die Amerikaner jetzt eben auch sehr konkret überlegen, wie sie hier kein Gas und vor allem auch kein Öl mehr aus Russland beziehen wollen. Wir Europäer können das wohl noch nicht, müssen es vielleicht, wenn die Russen uns den Gashahn abdrehen. Wir werden sehen, aber auch in den USA sehen wir, dass Benzin jetzt 4 Dollar die Gallone überschritten hat. Das ist immer noch vergleichsweise lächerlich im Vergleich zu den Preisen hierzulande. Allerdings haben die auch etwas spritfressendere Autos, die Herrschaften in den USA. JP Morgan, von denen wir gleich noch hören werden, jetzt ziemlich überrascht von der geopolitischen Verschlechterung, far worse than we anticipated, also ein bisschen schlechter kommen, als wir das jetzt ursprünglich uns haben vorstellen können, gell? Und da ist ja ein Superbulle bei JP Morgan, der immer wieder zum Dipkauf animiert hat dazu gleich. Dann aber auch gleich die Einschränkung, also bis auf Rohstoffe, gell? Ist ja Russland gar nicht so wichtig. Stimmt, aber die Rohstoffe sind halt sehr, sehr wichtig, gell? Und das merken wir jetzt, liebe JP Morgans. Das hat hier Mr. Matejka gesagt von JP Morgan, wie wichtig Rohstoffe sind und dass wir jetzt schon die ersten Unfälle haben, die ersten Margin Calls, die ersten Firmenpleiten wohl. Sehen wir am Nickelpreis, der gestern fast 100% gestiegen ist. Heute geht es weiter nach oben. Hier hat eine große chinesische Bank, nämlich eine Unit, also eine Gesellschaft der China Construction Bank, die zu einer der 4 großen chinesischen Banken gehört, offensichtlich einen heftigen Margin Call bekommen. Die sind also praktisch aus einer Position rausgenommen bzw. mussten Margin nachschießen in den USA. Ähnliches passiert nicht ganz so krass mit Peabody. Die hatten wohl Coal Futures hier auf der Short-Seite gehabt und das war in dem Sinn noch keine so gute Idee, weil natürlich auch der Preis für Kohle nach oben gegangen ist. Kohle, ein wichtiger Lieferant für Russland ist ein wichtiger Lieferant für Kohle. Wir beziehen etwa 50% Deutschland, nämlich unseres Kohleimports aus Russland. Also wir sehen, da gibt es jetzt so die ersten Kollateralschäden, dass es da Firmen erwischt. Wenn wir uns mal jetzt anschauen, wie die Sektoren gestern an der Wall Street gelaufen sind. Energie im Plus, Utilities, also Versorger im Plus. Und dann am wenigsten schlecht noch Healthcare, Consumer Staples, Healthcare, also Gesundheitssystem oder Branche, wenn man so will. Consumer Staples sind so Dinge des täglichen Bedarfs, wie Windeln, gell? Ich brauche jeden Tag Windeln, ne? Das, oder Sachen, Klopapier, ne? Braucht man auch jeden zweiten Tag vielleicht. Jedenfalls, die Sachen laufen gut. Was nicht gut läuft, ist vor allem Finanzwerte, Technologie. Und Consumer Discretionary, das sind also Sachen, die man sich leisten kann, aber nicht leisten muss, die also nicht zum täglichen Bedarf gehören, die werden am meisten abverkauft derzeit. Und wenn wir jetzt uns mal die Verteilung im S&P 500 anschauen, der Sektoren, gibt ja 11 Sektoren, dann sehen wir eben diese große Dominanz des Information Technology Sektors. Das war natürlich spitze in den vergangenen Jahren, weil dieser Sektor so super gut gelaufen ist, ist aber jetzt, wo der Sektor nicht mehr so gut läuft, vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Wir sehen, dass nur Healthcare annähernd rankommt an diese Gewichtung innerhalb des Leitindex der Welt, nämlich beim S&P 500. Aber wir sehen, dass Energie kaum eine Rolle spielt. Das ist der Sektor, der hausiert, aber der hat praktisch keine Gewichtung in dieser Komposition des S&P 500. Das ist jetzt das Problem der Indizes, der Fear and Greed Index bei 13. Also es herrscht extreme Furcht. Die Märkte sind überverkauft, gar keine Frage. Aber wo ist Marko Kolanovic? Bei der Dippe, bei der Dippe, bei der Dippe, hat er uns doch immer gesagt. Jetzt zeigt sich vielleicht nicht so gute Idee gewesen. Near term sagt jetzt der Trading Floor von JP Morgan, the Ukrainian war creates a risk of market with rallies that should be sold. Also nicht buy the dip, sondern sell the rally, sagen jetzt die anderen von JP Morgan. Können die sich mal einigen da auf eine Linie, meine Herrschaften? Das muss doch drin sein. Jedenfalls sehen wir gestern mal die Heatmap, also das, was gestern passiert ist. Die Dickfische, Microsoft, Amazon 5%, Google über 4%. Tesla über 4%, also es sind die Dickfische, die hier durchaus eben den Markt mit nach unten gezogen haben. Und der Nasdaq ist jetzt in einem Bärenmarkt, hat über 20% verloren seit seinem Hoch und hat im Prinzip die Gewinne aus 2021 jetzt auspreisen können. Der Trade des Jahres bisher
ist Long Commodities und Short Technology Stocks. 62% wäre seit Jahresbeginn die Performance. Die Jahre zuvor war es genau andersrum. Jetzt schnappt das Band zurück und zwar sehr, sehr heftig und sehr, sehr schnell. Insgesamt haben wir jetzt einen Drawdown von 12,4% dieses Jahr im S&P 500. Das entspricht eigentlich so dem Durchschnitt. Rücksetzer seit dem Jahr 1928, der liegt bei 13%. Wir hatten 2020 mal 34%, Corona. Wir hatten in der Finanzkrise 48%. Wir hatten im Jahr 2017 war der größte Drawdown 2,8%. Das muss man sich vorstellen, also praktisch gar nichts. Das war das Jahr, als man wunderbar sein Hirn ausschalten konnte in Hoffnung auf die tolle Steuerreform von Donald Trump, die letztendlich natürlich komplett verpufft ist. Aber insgesamt ist es kein Jahrzehnte oder Jahrhundert jetzt für Optimisten, fragt Holger Cepic. Wir sehen nämlich, so sagt er, dass seit dem Jahr 2000 eigentlich bis auf die US-Aktien kaum was passiert ist an den Aktienmärkten weltweit. Nur die US-Aktienmärkte, die haben sich deutlich besser gehalten. Wie gut sehen wir hier? Die sind komplett rausgeschossen. Die haben sozusagen eine Sonderbewertung. Da haben also 4% der Weltbevölkerung, die stellen knapp die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung der Welt. Das ist ein Missverhältnis, das irgendwann, auch wenn die Amerikaner natürlich super Tech-Firmen haben, irgendwann sich korrigieren muss. Dementsprechend ist zwar jetzt zuletzt der DAX besonders getroffen, europäische Indizes besonders betroffen. Natürlich sind wir näher dran, sind direkter betroffen als die Amerikaner, aber unsere Long Run werden auch die Amis ihre Schwierigkeiten bekommen. Wir sind jetzt noch nach wie vor 15% in Relation Marktkapitalisierung zu BIP in den USA über dem Peak der Dotcom-Blase, das muss man sich mal vorstellen, auch wenn wir schon ein bisschen runtergekommen sind, wie Ottavio Costa hier zeigt. Kommen wir abschließend, meine Damen und Herren, noch zur Zinsfrage. Wir sehen, dass auf der einen Seite die 10-jährigen Real Rates, also die Renditen minus Inflation, jetzt deutlich wieder sich in Richtung verschlechtern, weil eben die Anleiherenditen fallen, die Inflation aber nicht fallen tut. Dementsprechend werden die wieder negativer. Normalerweise ist das eigentlich sehr, sehr gut für Tech. Je negativer die Realrenditen, umso besser für Tech. Jetzt passiert das Gegenteil. Jetzt fallen die Realrenditen, aber Tech fällt auch. Was ist da los? Warum? Weil die Break-Evens steigen. Die Break-Evens, das sind die Märkte, die Zinserwartungen einpreisen, Inflationserwartungen einpreisen. Und hier sehen wir, dass die Break-Evens nach oben gehen, also die Inflationserwartung steigt, aber die Re-Rates fallen. Warum? Weil eben die Anleihemärkte jetzt als Art sicherer Hafen gesehen werden und es passiert eine Flucht in den sicheren Hafen. Wir sehen das auch bei den sogenannten Overnight Reverse Repos, also diese Repo-Operationen, wo Banken Cash geben, um Staatsanleihen zu bekommen von der Fed. Jetzt sieht man, dass offenkundig die Banken hier Liquidität aufbauen, sich ein Liquiditätspolster aufbauen, weil sie eben unsicher sind, wie die Zukunft aussieht. Gut, die Zukunft ist meistens relativ unsicher, aber man wird halt da ein bisschen vorsichtiger. Wir sehen, dass jetzt schon die Finanzkonditionen deutlich, deutlich weniger lax sind, als das lange Zeit der Fall war, eben durch diesen Stress, der am Markt ist. Wir sehen auch, dass die Rate-Hike-Odds sich nicht verändert haben groß. Also die Märkte, die Zinsmärkte gehen nicht davon aus, dass die Fed jetzt nicht mehr die Zinsen anheben wird. Man ist da ein bisschen runtergekommen, aber kommt seitdem nicht mehr weiter runter. Also die Fed muss die Zinsen anheben. Was soll sie tun angesichts dieser inflationären Geschichte? Und wie Jim Bianco sagte, sehen wir hier ja die Zinskurve, zweijährige und zehnjährige Staatsanleihe. Wenn die negativ wird, also wenn die invertiert, wie man sagt, dass also eine zweijährige Staatsanleihe mehr rentiert als eine zehnjährige, dann ist Stress im System, dann kommt eine Rezession. Hier sagt Jim Bianco, ja, schaut euch das einmal an. Jetzt haben wir fast schon eigentlich ein Stresssymptom, ein Rezessionssignal, bevor überhaupt die Fed das erste Mal die Zinsen angehoben hat. Das zeigte, dass da schon was gebrochen ist im System, dass da was faul ist im System. Und faul ist auch möglicherweise das, was Putin da macht. Wenn dieser Bericht im Spiegel stimmt, und man muss all das natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht sich zu Gemüte führen, dann hat der russische Geheimdienst FSB nichts von dem Angriff gewusst.
war nicht wirklich informiert und da hat ein russischer Geheimdienstler ein Dossier geschrieben, was von der Opposition angeblich durchgestochen, geleakt wurde. Jedenfalls sagt er, die russische Armee ist jetzt fast schon in einer Situation wie die Deutschen 1943, 1944, als klar war, das ist nicht mehr zu gewinnen. Also man muss, wie gesagt, diese Geschichten mit Vorsicht betrachten, aber es zeigt doch, dass da vielleicht die Situation für die Russen deutlich ungünstiger ist, als Putin das selbst beschreibt. Etwa in einem Telefonat mit Erdogan, als er gesagt hat, läuft alles nach Plan, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nach Plan läuft. Und nach Plan läuft es auch nicht derzeit für Karl. Wer kümmert sich um den Lauterbach jetzt, wo Corona jetzt nicht mehr so im Vordergrund ist? Da ist der Mann ja ein bisschen verzweifelt, ne? Ja, aber es ist halt, wie es ist. Und meine Damen und Herren, abschließend noch zwei Empfehlungen. Ukraine-Krieg ist eine Rezession jetzt unausweichlich, wo das Big Picture mal gezeigt wird. Notenbanken, was machen die Notenbanken? Wie reagieren die Chinesen? Wie ist die Lage an den Märkten? Ein Rundumblick, den ich nur sehr empfehlen kann, unter dem Video verlinkt. Wie auch jetzt ganz aktuell eben Gasalarm, Russland droht mit Stopp von Nord Stream 1. Diese beiden Dinge unter dem Video. Jetzt sag ich Servus und ciao.